Wie schön sind bitte meine Haare? Opfer. Schatz, was heißt Opfer? Ich muss das denen jetzt zeigen. Auf YouTube habe ich kein Video darüber gedreht. Ja, ich habe jetzt wieder lange Haare, weil wir haben jetzt große Produktionen und da brauche ich jetzt diese Veränderung. Und ich weiß nicht, was ich danach mache. Vielleicht schneide ich sie auch wieder ab oder vielleicht habe ich mich auch wieder daran gewöhnt. Keine Ahnung. Hallo meine Lieben! Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute ist ein ganz, ganz aufregender Tag. Wir sind jetzt unterwegs in München und ich muss unbedingt mein Piercing am Bauch stechen lassen. Also ihr wisst ja, ich habe ja den normalen Bauchnabelpiercing und dann habe ich so ganz komischerweise so ein seltsames Piercing irgendwo unten an meiner Bauchdecke. Sagt man das so? Ja, das ist ja normalerweise, wenn man ein zweites Piercing hat, Schatz, dann ist es ja am Bauchnabel selber. Ja, und meins ist irgendwo anders. Ja, auf jeden Fall ist mir das zugewachsen in der Schwangerschaft. Also ich komme noch mit so einem feinen Ohrringstab komme ich noch durch, aber nicht mehr mit dem Piercing selber. Und deswegen, Domi hat mir so angeboten, das selber durchzustechen. Klar, Ghetto-Style. Geht voll schnell. Aber ich bin da so ein Schisser und deswegen fahren wir jetzt zum Piercer. Und wisst ihr, was richtig cool ist? Die kleine Mia bekommt Ohrringe. Ich weiß, dass sich bei diesem Thema die Meinungen komplett, wie heißt das, komplett spalten. Genau, und es ist auch völlig okay. Jede Familie, jedes Elternteil hat darüber eine andere Meinung. Bei uns ist es völlig normal, also wirklich das Normalste vom Normalsten, dass Babys bei uns Ohrringe bekommen. Auch ich habe meine Ohrlöcher. Ich habe heute keine Ohrringe an. Seht ihr das? Ich habe auch Ohrlöcher als Baby bekommen. Also ich habe meine Ohrringe, seit ich 2-3 Monate alt bin. Und Domi hatte auch Ohrringe. Ja. Ja, der hatte Ohrringe als Baby. Cool. Ich hatte sogar so Ringe. Oh, Checker, oder? Goldene wahrscheinlich. Logisch. Ist euch eigentlich gerade aufgefallen, dass ich keine Ohrläppchen habe? Nix nada. Seht ihr das? Ich wollte eigentlich immer so ganz viele Ohrringe haben, aber irgendwie ist es bei meinem Ohr ganz, ganz schwierig möglich. So, jetzt geht's gleich los. Ich habe jetzt alles schon mit ihnen abgesprochen. Mein Bauchnabelpiercing, ich zeige euch mal, der untere jetzt hier, genau. Der hier wird jetzt nochmal durchgestochen. Ich mach mir auch einen. Machst du auch ein Bauchnabelpiercing? Oh. Das wäre mal eine Mutprobe, Schatz. Nein, Spaß. Nee, aber jetzt freue ich mich auf Lauf, weil ich finde das so hässlich, wenn hier einfach so zwei schwarze Löcher drin sind. Das ist einfach schöner, dass der Piercing da wieder drin ist, genau. Ich bin jetzt auch als erstes dran. Bin ein richtiger Schisser. Sarah ist nervös, Sarah ist nervös. Hast du schon Achselschweiß? Was kommt da jetzt hin? So ein Einhorn? Oder? Einhorn und ein Flamingo. Warum kein Delfin? Ganz vor, wenn du rutscht, immer auf den Aufkleber, so jetzt einfach zurücklehnen. So bist du mir ziemlich bequem hier. Oh, jetzt muss ich sehen. Ich stelle mich mal hier hin, dann sehe ich ihr Gesicht. Oh, jetzt bin ich ölig. Ne? Guck mal. Wir gucken uns jetzt hier mal an, wo der alte Kanal noch drin war. Dir geht's gut, Schatz? Mhm. Der alte Kanal ist noch da. Na, er kommt ein bisschen ein Talg raus. So, den Weg haben wir gefunden. Jetzt hast du einfach mal so eine Nadel da drin. Du bist ein Deppschatz. Fühl sie dich. Spüre ich, habe ich noch nicht gespürt. So. Das kommt jetzt wahrscheinlich, oder? Nee. Ja, doch, kommt es jetzt mal. Damit hat sie nicht gerechnet. So, 1, 2, 3. Da sind wir dabei. Jetzt sind wir wieder auf der Länge vom alten Kanal. Der Stretch, den fühlst du jetzt gerade ganz gut. Ja, weg, Schatz. Ist durch jetzt. Wenigstens ist durch. Fast. Ach, noch nicht? Alles, was schlimm ist, ist schon vorbei. Ist schon fertig. Alles gut, ich mache Händchen halten. Durch jetzt? Mhm.
Ab jetzt darfst du dich freuen, dass der erste Streich vorbei ist. Der erste? Der erste bei dir. Alles gut. Nein, es kommt nichts Schlimmes mehr. Du fühlst jetzt gleich einen Stretch. Machst du zu, dann machst du es. Okay. Es ist drin. Autschi. Das Piercing hat sich gelohnt. Aber besser als wenn man da wieder so zwei schwarze Löcher hat. Ja, ich mit ab. Besser als neu piercen. Ja, um Gottes Willen, ich glaube, neu hätte ich es noch gar nicht nochmal gepierst. So. War das jetzt so schlimm oder ging? Ja, nee, ging. Ich mag es doch allgemein nicht. Ja, okay. Das stimmt. Kuckuck, Princess! Am besten weg. Hallo, mein Schatz! Schau nicht so ernst. Ich weiß, was auf sie zukommt. So schlimm ist das nicht. Sag mal, was passiert denn da jetzt? Hallo, mein Schatz, schau mal hier. Da ist die Kamera. Ja. Kitzelt es. Hallihallo. Ja. Halb so wild. Halb so wild. Okay. Ja. So, die Punkte sind schon mal angezeichnet. Zeig mal dein erstes Ohr. Dein erstes Ohrring? Nicht mit der Hand. Nicht mit der Kamera mitgeben. Das muss ganz schnell sein. Das schauen wir uns später in Ruhe an, gell, Maus? Ganz, ganz. Ja. Tapfer bist du, mein Schatz. Machen wir jetzt das zweite. Machen wir jetzt die zweite. Mal, ohne weinen. Ja. Du Profi. Welche Maus hat denn da jetzt Ohrringe? Aha, eins und zwei. Ich habe Ohrringe. Tapfer war man, gell? Ja. Ganz, ganz tapfer. Gut gemacht. Wir sind jetzt wieder draußen. Und alle beide haben es überlebt. Kaum zu glauben, oder? Und wir sind glücklich, Mia, gell? Jetzt haben wir gesagt, jetzt gehen wir noch ein bisschen spazieren durch die Stadt, bevor wir dann nach Hause gehen, weil das Wetter ist echt richtig, richtig schön und das müssen wir ausnutzen. Übrigens ist mein Bauch richtig rot. Ich würde euch ja jetzt gerne zeigen, aber hier sind so viele Menschen. Wir sind wieder zu Hause und es gibt noch eine Neuigkeit zu verkünden. Jetzt guckt mal. Schaut mal, was bei der Mia auf dem Lätzchen steht. Yummy, wir essen schon, gell? Und es funktioniert so gut. Ui. Ja, lecker. Jetzt ist lecker, Mausi. Ja, jetzt ist lecker. Mama, brrrr. Nein, jetzt nicht. Ah. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Ist das ein leckerer Brei? So, Mia, wir sind satt? Ja, war lecker? Jetzt will mal gleich noch dein Gesicht putzen, gell? Ja. Was ich sagen wollte, wir probieren jetzt seit circa... Hallo? Seit circa 4 Tagen, ja, vor 4 Tagen habe ich ihr das erste Mal Essen gegeben und da hat es gar nicht funktioniert. Also so wie es reingegangen ist, der Löffel ist alles wieder rausgegangen und da habe ich dir Kartoffeln und Karotten gegeben, genau, und das hat sie gar nicht gemocht. Dann haben wir es auch mit Obst probiert, weil ich gedacht habe, Obst mag jedes Baby, aber das mochte sie auch nicht so sehr. Aber wir haben jetzt entdeckt, dass der Abendbrei, also so ein Brei mit bisschen Vanille, den isst sie sehr gerne und den haut sie auch richtig weg, gell? Am ersten Tag haben wir einen ganzen Esslöffel gegessen, jetzt essen wir schon 2 ganze Esslöffel, ja, und dann anschließend kriegt sie noch ein bisschen Flasche, bis sie satt ist. Und das passt, gell? Der Magen muss sich ja auch erstmal daran gewöhnen, gell, mein Schatz? Ja. Ja, wir grüßen auf jeden Fall noch jemanden. Oh ja, warte. Grüße gehen raus an Sabine Wenzler. Ganz liebe Grüße von uns. An dich. Und wenn auch du gegrüßt werden willst, einfach unten kommentieren mit dem Hashtag Team Harrison und natürlich ein Abonnement da lassen. Und wir werden jetzt aufs Sofa chillen, oder? Ja. Mittagsschlaf. Es ist schon bald Zeit zum... Schatz, es ist 19.30 Uhr schon, oder? Ja. 20 Uhr? Ja, wir werden jetzt chillen und dann auch bald wird die Kleine schlafen gehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar und ein Abonnement. Und ja, dann sehen wir uns die Tage wieder. Tschüss. Ciao.